weiß gar nicht mehr, wer wen entdeckt hat, aber irgendwie fanden wir uns gegenseitig ziemlich geil. Auf MySpace. Auf MySpace sind wir Freunde geworden. Und ja, dann hat sich das irgendwie auch durch ein paar glückliche Zufälle und auch unsere gegenseitige Initiative auch ins echte Leben bewegt. Und im echten Leben haben wir dann gesagt, lass uns da mal Musik machen. Und das hat einfach, war einfach, ohne viel drüber zu reden, so eine Chemie vorhanden, wo wir eigentlich ziemlich schnell wussten, das ist jetzt die neue Band, die machen wir jetzt. Musik gemacht in der Schulband, haben dann später ein Projekt gestartet, das heißt Scott, da haben wir auch so Hausmusik mit Instrumenten, echte Instrumenten gemacht. Und dann sind wir über Umwege nach Berlin gekommen, also er hat erst in Mainz studiert und ich habe in Köln studiert. Und dann sind wir nach dem Studium, als dann die Band richtig losging, sind wir dann alle nach Berlin. À Détroit, Motor City, dans le Michigan, on fabrique des voitures américaines et on a inventé la musique électro. Mais c'est à Berlin qu'elle semble chez elle. À Berlin, où vivent les Brandbrauer Freak. Die Musikszene in Berlin, gibt es jetzt nicht so viele Sachen, die jetzt genau wirklich unser Ding sind. Also aktuell, das war auch schon mal anders, aber jetzt gerade aktuell nicht unbedingt. Also wir sind eher so UK-affin und so. Aber trotzdem ist es eine super Stadt, um hier Musik zu machen. Und es gibt einfach viele Leute, die hier was Besonderes machen auch. Ja, es ist schon so im Verhältnis zu den anderen Städten, dass hier die Strukturen ganz andere Dimensionen haben und viel mehr Leute irgendwie da drin sind und das auch alles viel selbstverständlicher ist. Tourne un clip dans lequel une jeune femme fume. Lance de la nourriture et fume encore. Cette jeune femme, c'est Esther. Als wir uns kennengelernt haben, waren wir eigentlich total mehr so in der Hausszene. Also oft heißt es in der Presse, da ist irgendwie ein Klassiktyp mit zwei Techno-Leuten zusammengekommen. Das ist eigentlich alles Bullshit, weil jeder von uns mit all dem zu tun hatte. Der Ansatz war schon, dass wir auf jeden Fall eigentlich echte Instrumente benutzen wollen, was anderes damit machen wollen, als man eigentlich vielleicht mitmacht. Und auch, was nicht ganz klar war, ob das jetzt Dancefloor-mäßig wird oder nicht, das hat sich dann irgendwie so ergeben. Eigentlich fanden wir das so, dieses typische Ding, irgendwie Star-DJ mit Orchester und so halt nie klappt. Und das halt dann, da kommen halt echt nur, da ist ein klassisches Orchester einfach nur so Hollywood-Klischee. Es wird einfach alles abgerufen, die lyrischen Streicher, die. Alles, was irgendwie episch ist, und gerade für Techno kann man gut so kurze Klänge und perkussive Klänge benutzen. Und also wir hatten eigentlich das Gefühl, das liegt einfach alles da und es passt perfekt. Das hat bloß noch keiner so richtig cool gemacht. Esther Jodel aussi. Wenn du willst, Esther. Lerischen Almen, Bayrik hier, Bayrik Almen, da gibt's halt Salüben, das Koschia, das Kundgüm. Am Anfang waren wir auch eher so ein Techno-Live-Act und dann haben wir halt so viel gespielt, hunderte Mal, dass wir halt eher dachten, wir sind eine Band und wir müssen, die Musik kann auch jetzt viel zu langsam oder viel zu schnell für normalen Standard, sag ich mal, Berlin-Dancefloor.
sein. Und auf dem letzten Album ist dann, da hat sich das dann irgendwie ausgedrückt, dass sie das eigentlich noch wenig, also so der Techno-Bezug eigentlich ein bisschen, also diffuser und unklarer wurde. Am Anfang haben wir zum Teil noch mehr editiert und die Musik so ein bisschen mechanisiert. Und jetzt hat es uns mehr gefallen, da einfach ein bisschen mehr den Entstehungsprozess eigentlich noch durchscheinen zu lassen und die, ja, die Zufälle, den Dreck, so ein bisschen Timing, ungenaues Timing einfach eher drin zu lassen. Wenn wir das Album, was wir als letztes gemacht haben, gehört hätten, als wir angefangen haben, die Band zu machen, dann hätten wir gesagt, okay, das wollen wir eigentlich nicht machen. Weil da wollten wir eigentlich einfach so was ganz Cleanes, Minimalistisches, Techno-mäßiges machen, was wir jetzt halt nicht mehr machen. Ja, da wollten wir die Musik dann, glaube ich, eher noch zu irgendwelchen Deep House-Labeln schicken und dachten, ja, das legt vielleicht jemand auf. Und daran denken wir jetzt gar nicht mehr. Aber wir arbeiten halt einfach so, dass wir halt einfach die Instrumente aufnehmen und gerne halt an Synthesizern rumdrehen und halt dieses ganze haptische Zeug machen oder im Klavier spielen. Und einfach dadurch entstehen halt einfach immer Sounds, die ein bisschen reichhaltiger sind als Sachen, die man jetzt einfach so am Computer programmiert. Und das ist eigentlich eher so, also es kommt eigentlich aus der Arbeitsweise heraus. Ja, wenn wir live spielen, müssen wir auf jeden Fall erst einmal die Stücke üben, die wir produziert haben, weil wir sie gar nicht spielen können. Das ist schon mal das Erste. Und weil bei der Aufnahme ist es ja so, dass wir alles zulassen können. Also wir können auch so viele Spuren aufnehmen übereinander und das müssen wir, also wir müssen gar nicht das schaffen können, das überhaupt auf einmal alles zu spielen. Das heißt, wir können da einfach komplett frei rangehen und wenn wir dann halt anfangen, das live umzusetzen, dann müssen wir uns halt überlegen, okay, von welchen Sachen verabschieden wir uns auch und welche Sachen bleiben drin und wie können wir das so aufteilen auf unsere drei Positionen auf der Bühne, dass das halt auch funktioniert. Paul spielt an zwei Grooveboxen und da sind halt viele Samples drin von Sachen, die wir halt aufgenommen haben. Jan spielt Synthesizer und also hat zwei Synthesizer und noch so Effektgeräte. Und ich spiele Schlagzeug, also elektronisch und echte Drums. Was wir überhaupt nicht brauchen auf der Bühne, ist ein Computer. Weil wir finden immer, da steht dann halt einer so davor und wird von dem Bildschirm angeleuchtet. Und wenn man im Publikum steht und sich den anguckt, sieht das halt meistens aus, als stünde da eine Salzsäule. Und Salzsäule. Eine Salzsäule. Wow. Biblisches Wort. Und naja, unser... Also für uns ist auch immer echt wichtig, dass da einfach erstmal ein fettes Mischpult auf dem Tisch steht. Und dann kann man sich da halt einstecken und kann halt an diesem Mischpult wirklich alles kontrollieren und so. Und das ist einfach dieses Gefühl von so Live-Elektronik, finde ich, hat halt total viel damit zu tun, dass man halt wirklich den Überblick hat über die Kanäle und ja, das Haptische. Dieses Mischpult bedienen kann und wirklich den Sound davon spürt. Und mit so einer Maus muss man sich halt immer, ist man immer viel zu sehr so im Detail drin von diesem jeweiligen Parameter, den man da jetzt gerade verändern will oder so. Ja. Ich meine, ich habe natürlich ein paar oder viele von uns voraufgenommene Klänge in meinen Korg Electra Grooveboxen und natürlich könnte man das auch mit einem Computer machen. Bloß mit diesen Geräten muss ich mich so beschränken. Das heißt, ich habe nur wenige Elemente und kann dann aber wirklich den Überblick darüber haben und kann genug manipulieren und alles steuern, dass ich das Gefühl habe, ich bin dabei, ich spiele es live. Und während ein Computer würde gleich so viele Möglichkeiten eröffnen, da noch viel mehr ins Detail zu gehen, läuft dann immer die Gefahr, dass so viel irgendwie abläuft, dass halt keiner mehr... Ja, dass dann halt einfach dieses Gefühl flöten geht, da wirklich gerade alles in der Hand zu haben. Ja.